Willkommen zurück zu Hoplite. Ja, wir reden in diesem Part über den Score, den ich beim letzten Part eingefügt habe und über mögliche positive Aspekte des Spiels als auch Verbesserungen meinerseits, die ich als sinnvoll erachte für dieses Spiel. Also lasst uns beginnen. Und los geht es. Wir sind natürlich direkt wieder im Geschehen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch die Zeit anhalten können, damit wir rechtzeitig eben die Schüsse abwehren können. So, lass doch einfach mal anfangen mit dem Score, den ich beim letzten Part vergessen habe. Was heißt vergessen? Es gab ihn halt nicht einzustellen. Und ich habe mir dann gedacht im Nachhinein, das wäre doch trotzdem sinnvoll, irgendwie einen Vergleich zu haben. Das heißt, ich habe als Vergleich jetzt herangezogen, wie lange man die Runde überlebt hat. Und das werde ich auch in diesem Part wieder einblenden. So verlangsamende Zeit, damit wertvolle Sekunden gut machen. Das ist auch für meinen Score natürlich ganz praktisch, wenn ich die Zeit verlänge. Das war's schon wieder. Sehr nice. Aber hier steht jetzt ein Score und der ist ja von mir eingefügt worden, oder nicht im Spiel enthalten. Und darüber können wir dann ein bisschen einschätzen, wie so die Runden abgelaufen sind, wie gut ich überlebt habe. Wenn das so weitergeht, überlebe ich hier nicht mehr lange. So, alles schön abwehren. Das ist übrigens einer der Gegnertypen, die ich besonders gerne mag, weil er relativ einfach abzublocken ist. Wobei geht eigentlich genauso wie die anderen. Genauso wie die anderen. Wenn die von dem Rücken kommen, dann ist es schwierig. Vor allem, wenn sie von oben kommen, weil da brauchen sie weniger Zeit, um zu einem zu kommen. So ist es nämlich einfach. So, nachdem wir das mit dem Score geklärt haben, also dem füge ich euch immer ein, so dass wir das schön sehen können, wie gut ich in den Runden war. Und ich habe am Ende auch noch einen Vergleich zwischen den einzelnen Parts, um zu sehen, ob ich besser oder schlechter war als im Vorpart und nachfolgenden später. So, dann kommen wir mal zu einem positiven Aspekt des Spiels. Außer, dass ich jetzt gleich sterben werde. Ich muss wieder aufpassen. Es ist eigentlich schon wieder gelaufen, oder? So. Die kommen aber auch unerbittlich. Ich habe hier gar keine Zeit, irgendwie zu irgendwas zu kommen. So, die Musik. Die Musik ist ein wirklich großer, positiver Punkt des Spiels. Man würde sagen, nein, kann nicht sein. Aber die ist sehr motivierend, die Musik. Das kann man... Also ich finde sie wirklich stimmungsvoll gemacht und sie unterstreicht das Spiel gut. Musik ist ja ein sehr großes Thema bei Spielen und das war fies. Habt ihr das gesehen? Da kam ein Schuss von unten und von links kam auch ein Gegner. Sehr interessant. So. Also wie gesagt, die Musik genial. Für dieses Spiel, da hat wirklich der Entwickler sehr gute Arbeit geleistet. Die Musik ist stimmungsvoll, schön in Szene gesetzt und macht eben Lust auf mehr. Es gibt ja auch mehrere Tracks, soweit ich das jetzt gehört habe, also zumindest mehrere Abschnitte des Liedes. Also in dem Sinne ist das schon ganz gut gemacht. So, zweiter Punkt ist, dieses Spiel hat vom Grundkonzept ein enormes Potenzial, ein möglicher Hit zu sein. Möchte ich gerne erklären, denn diese Defense-Spiele sind halt sehr beliebt. Und wenn man hier ein bisschen mehr noch an ausgeklügelten Systemen dahinter verbergen würde, auf die ich auch gerne noch eingehen werde, ja, könnte man daraus ein wirklich gutes Spiel machen. Und das meine ich wirklich so. Das Grundkonzept ist wirklich gut. So, zweites ist natürlich der Preis. Das Spiel ist im Steam für wenig Geld erhältlich. Und ja, natürlich ist das jetzt kein Vollpreistitel, auf keinen Fall. Aber es ist eben kostengünstig zu erhalten. Ja, ist schon wieder schade, schade. So, also der Preis ist günstig, kann man nicht meckern, nichts. So, kommen wir zur Grafik. Da machen sie mich wie alle platt. Kommen wir zur Grafik. Grafik ist zweckdienlich, ja. Aber für das, was es darstellen möchte, ist es absolut in Ordnung. Das finde ich sogar, ist eine sehr stimmungsvolle Grafik. Klar, ist extra auf alt gemacht.
aber ich mag diese alten Grafikstile und irgendwo ist es ein eigener Stil und man kann damit wirklich gut arbeiten. Also Grafik ist es hier nicht, was da irgendwie besiegt ihn, wie die Schüsse direkt wiederkommen. Grafik ist hier nicht, was ich dem Spiel ankreiden kann. Das ist wirklich gut gemacht. Der Hintergrund ist zweckdienlich, alles in Ordnung. Übrigens habe ich auf der Steam-Page des Entwicklers gelesen, dass wir hier, die Person, die hier in der Mitte ist, ist irgendwie der Erschaffer von allem, scheinbar. Und wir sind der Roboter, der das hier alles, der ihn praktisch beschützt. Vor was auch immer, das wurde nicht gesagt, aber immerhin wissen wir, der Erschaffer, den verteidigen wir hier. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Run. Ich glaube, das ist ein sehr guter Run. Das werden wir anhand des Scores, den ich hier einfügen werde, sehen. Aber ich glaube, das war eine sehr gute Runde. Ja, hier ist wieder ein neuer Track. Also ihr seht, musiktechnisch ist es echt gut gemacht. Da kann ich nichts gegen sagen. Jetzt versuche ich mal hier zu überleben, weil die Musik, die kenne ich noch nicht so viel. Die ist wirklich gut. Nice, nice. So. Kommen wir mal zu ein paar Verbesserungen, die ich mir so notiert habe. Zum einen ist es natürlich super schade, und das meine ich echt so, dass es hier keinen Highscore gibt. Das ist meiner Meinung nach wirklich das Problem des Spiels. Da ich habe jetzt natürlich und ihr habt jetzt natürlich den positiven Punkt, dass ich einen Score selbst einfüge. Das heißt, ihr habt irgendwie auch einen Grund zu erwarten, wie weit ich denn komme, und ich natürlich selbst dadurch auch. So. Oh Mann, die Schüsse können dann sehr schnell auslöschen. Nur ist es natürlich so, dass wenn kein Highscore da ist, im Grunde gar keine Motivation wäre, das Spiel möglichst weit zu spielen, weil es gibt ja gar keinen Vergleich, wie weit man gekommen ist. Und das ist ein wirkliches Problem, was aber ganz, ganz leicht behoben werden könnte. Da müsste man nur einen Timer einfügen, oder einen Score eben, wie lange man überlebt hat, wie viele Gegner man abgeschossen hat, oder wie viele Wellen man vielleicht auch besiegt hat. Denn das Wellensystem ist deswegen so erfolgreich, weil es verdammt motivierend ist. Und das würde dem Spiel sehr, sehr gut tun. Des Weiteren wäre es sehr wichtig, dem Spiel mehr Gegnertypen zu verleihen. Wir haben hier jetzt, wenn ich es richtig gezählt habe, 3 Gegnertypen. Einmal diese Schüsse, dann haben wir noch ein Schiff, was angreift, und dann noch ein Schiff, was ja mit so einem Doppelschuss angreift. Und das war es im Groben. Vielleicht bin ich auch einfach zu schnell zerstört. Kann ja sein, dass dann noch viel, viel intensivere Gegner noch kommen, aber ich glaube es nicht. So realistisch bin ich da. So. Dann wäre es sehr interessant, nachdem man dann mehr Gegner eingefügt hat, das ist nämlich der zweite Gegnertyp, mehr Gegner eingefügt hat, dass man... Boah, ich glaube, diese Runde ist super gut geworden. Ich glaube, das ist der Highscore. Definitiv. Oh, oh. Concentration hier. Das bin ich ein Fan von, weil da kann man relativ schlecht getroffen werden, weil man sich erstmal gut ausgerichtet hat. Dann wäre es schön, wenn man den Gegnern, die ja dann hoffentlich vielseitiger sind, noch mehr einzigartige Schüsse und Schussmuster verleiht. Und das hätte den Vorteil, dass man dadurch ja ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen würde, wenn die verschiedene Schussarten hätten. Vielleicht auch welche, die einfach erstmal rumkreisen um einen und dann das angreifen, oder unbesiegbar sind und sich vorhin hinstellen und dann das angreifen und den Kreis auflisten. Das kann ja alles sein. Warum nicht? Und damit hätte man dann wirklich einen schönen Gegner und viele verschiedene Arten von Gegnern, die man einfügen könnte. Apropos viele Gegner, die man einfügen könnte. Wenn wir das System der Wellen hätten, könnten wir, sagen wir mal, alle 10 Wellen einen Boss, eine Bosswelle bringen. Sprich, ein Boss, der etwas mehr aushält, der auch nicht direkt angreift, sondern mit Schüssen angreift, die man abblocken kann. Zum Beispiel hier könnte ich mir sehr gut vorstellen, gar bildhaft gerade. Das könnte ich mir wirklich gut vorstellen, so alle 10 Wellen, so einen schönen Boss und so. Warum nicht? Außerdem habe ich mir überlegt, wie wäre es denn, wenn man Power-Ups einfügt, die man abschießen muss und so einsammelt.
wäre doch mega cool, wenn man selbst noch einen anderen Schuss hätte. Ich meine, ich habe das Schutzschild, ich habe auch die Möglichkeit zu schießen, habe insgesamt zwei verschiedenartige Schüsse, die sich wechseln, je nachdem, welchen Gegnertyp man hat. Aber wie wäre es denn, wenn man, schade, wie wäre es denn, wenn man, ja, Power-Ups abschießen müsste, das war es leider schon wieder, die man abschießt und dann eben, ja, praktisch andere Schüsse freisetzt, zum Beispiel einen Dreifachschuss oder einen Schuss, der sich irgendwie ein cooles Muster gibt, der dann oder zu mehr Seiten geht, ist ja alles möglich, warum nicht? Auch Nachladegeschwindigkeit oder sowas könnte man eben beeinflussen durch Upgrades, Items, die man abschießt, warum nicht? Apropos Items, klar, man könnte auch Power-Ups einfügen, die dann irgendwie zum Beispiel den Schusstyp beeinflussen, aber auch auf den Schild gehen. Und was mir jetzt in dieser Situation, wo ich gerade fast nur noch ein einziges Lebenscontainer habe, wichtig wäre, warum gibt es denn keine Items, die irgendwie einen dieser Container wieder auffüllen, so eine Art Lebensregeneration, wäre doch super cool. Außerdem wäre es auch schön, wenn man irgendwie ein Item hätte, was man, wenn man es abschießt, dann unendlich Zeit für den Moment hat, die man anhalten kann. Warum nicht? Boah, das war wirklich... Aber das ist auch gerade ein fieses Muster. Das ist ein fieses Muster. Kommt von allen Seiten. Gut. Aber gut. Das soll es für diesen Part gewesen sein. Wir sprechen über weitere Verbesserungen im letzten und dritten Part der Reihe. Und ja, ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei, um zu erfahren, was man noch so an dem Spiel hätte verbessern können. Alles klar. Bis demnächst.